Joha Mausezahn fragt, ob es Probleme mit den Behörden vor Ort gab. Mit den Behörden vor Ort? Nein, ganz im Gegenteil. Ja. Wir haben extrem viel Aufwind durch die Behörden bekommen, denn Panama ist ein kleines Land, wenige Millionen, ich glaube vielleicht 5 oder 6 Millionen Einwohner, sehr, sehr wenig, lehne ich mich jetzt aus dem Fenster. Weniger Einwohner als Seven vs. Wild Staffel 1 Zuschauer hatte. Das können wir festhalten. Und wenn jetzt ein paar Leute aus Deutschland da sowas machen, mit dem Background von der ersten Staffel und dem Erfolg und auf einfach den Zahlen auf YouTube, dann ist das in Panama eine echt große Sache. Und was wir sagen können ist, wir hatten Kontakt mit den Behörden, mit dem Ministerium. Wir hatten auch Kontakt mit dem Militär. Wir hatten sogar Support durchs Militär. Was das war, mehr können wir noch nicht verraten. Mhm. Aber die Behörden und gesamt Panama hat dieses Projekt mit uns auch gepusht und wir haben da sehr viel Unterstützung bekommen.